Und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, weiter geht's mit dem 12. Ich glaube 12. ja. 12. Koloss müsste es jetzt sein. Schauen wir mal, was uns der erwartet. Anscheinend hat es irgendwie ein bisschen auf Donner angespielt. Schauen wir mal, was das für ein Boss ist und ob wir den gleich legen können. Die letzten Bosse sind ja ein bisschen, das ist schwieriger nicht, aber die Mechanik musst du erstmal kapieren, was du machen musst, damit du die besteigen kannst. So, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und unser Hütterhü. Und dann schauen wir mal zum nächsten Boss gleich. Okay, wieder diese Richtung. Müssen wir jetzt vielleicht auf die Brücke rauf? Ja, da müssen wir nämlich hochgehen. Ah, schaut nicht so aus. Schaut eher in diese Richtung aus. Zwölfter Boss schon. Mein Gott, die Zeit rennt dahin. Kann man hier nicht runterfallen, weil sonst wäre ich schon ein paar Mal hier runtergefallen mit dem Pferd, mit der Steuerung, die ist ein bisschen hakelig. Irgendwie als wenn man so eine Art Delay drin hat in der Steuerung, als wenn es einfach zu lange dauert, dass die Kamera mitkommt. Vorne ist so ein alter Tag. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Trophäe kriegt, wenn man die alle aktiviert. Wir schauen einfach mal. Ab in den Wald. Geht er nicht hier rüber oder was? Dann gehen wir zu Fuß weiter, wenn es Pferd nicht will. Wir sind gekommen von dort. Müssen wir vielleicht hier lang? Na, da lang. Psst.
könnte unser Weg sein. Nur so rum. Hier wäre dann auch Schluss fürs Pferd. Hier rein. Kann mir nicht vorstellen, ne? Kann ich mich auch nicht daran erinnern. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal auf den Vorsprung dort. Und dann sehen wir schon, was passiert. Vielleicht triggern wir den, wenn wir hier drauf kommen. Sehe jetzt aber hier auch nichts. Okay. Ein schlafender Riese. Okay, der ist groß. Da hat er schon seine komischen Donnerhörner. Wie kommen wir da rauf? Festhalten. Ich glaube, so kommen wir nicht rauf.
anders machen. Er trifft uns auf jeden Fall hier nicht. Vielleicht von da hinten irgendwo machen. Oh Gott, da verrecken wir, bis er da hinten ankommt. So wie ihr jetzt seid, könnt ihr nicht auf die seine Schwachstelle zielen. Na, ich denke mal, dass ich da hinten rauf muss. Mal stehen bleiben würdest. Wer landet schon hier oben? Der wäre dann andere. Hier ist ja nichts mehr. Ist denn sowas zum... Geht da was für den Boden?
Ah, da kann ich lenken. Und jetzt geradeaus. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ist wieder hinter ihm. Dreht sich so schnell der Hund. Mal schauen, wo wir hin müssen. Okay, jetzt geradeaus. Mit Hütte Hü, los! Los mit Hütte Hü! Dann wird der vorne wieder ins Wasser fallen oder so ein Scheiß. Okay.
Yo, Baby! Der nächste Koloss. Schauen wir uns die Zwischensequenz an. Donner des Sees. Okay, das sieht jetzt anders aus. Da kommen anscheinend irgendwelche Kämpfer oder sowas. Das könnte der eine sein, wo ich mal gesagt hatte. Das komische Flugvieh da, der Flugdrachen. Ihr seid nicht allein, ja? Das haben wir gerade eben gesehen. Ich bin gespannt, was mit denen auf sich hat. Aber das alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir da schlauer werden. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Let's Plays. Ciao, ciao. Euer Andi.